Die afrikanische Pantherschildkröte, die braucht keinen Winterschlaf. Herzlich willkommen bei Verrückt nach Tier. Heute sind wir zu Gast in der Schildkrötenhilfe in Mödling. Und ganz wichtig ist es für viele Schildkrötenarten, dass sie im Winter ihre Ruhe haben und sich bis ins Frühjahr ausschlafen können. Welche Rassen das sind und wie man das richtig macht, das schauen wir uns heute an. In einem kalten Keller schlummern die Schildkröten am besten. In Kisten mit Luftlöchern, gefüllt mit zum Beispiel Kokossubstrat. Wichtig ist auch, dass die Tiere vor Ratten und Mäusen geschützt sind. Im Moment hat es hier 8 Grad und das ist noch ein bisschen zu warm für die völlige Ruhe. Für die Winterruhe sind zwischen 1 und 5 Grad ideal, wie zum Beispiel in einem Kühlschrank, den man nicht mehr braucht. Auch dort kann man Schildkröten überwintern. Wichtig ist aber, dass die Erde feucht gehalten und dass alle 2 Tage gelüftet wird. Einmal im Monat sollte man die Tiere kontrollieren. Es kann passieren in seltenen Fällen, dass ein Tier eine Blutvergiftung entwickelt durch verbliebene Parasiten im Darm oder feuchte Nahrungsreste. Und das würde man sehen an einer rötlichen Verfärbung am Bauchpanzer. Schildkröten müssen laut Gesetz im Freien gehalten werden. So ein Auslauf wäre ideal. Bis zum Frost sollen sie draußen bleiben. Dann brauchen sie dringend ihren Winterschlaf. Manche Arten bevorzugen ein Strohbett. Sumpfschildkröten brauchen immer Wasser. Der gröbste Fehler ist, dass die Leute manchmal glauben, die Tiere brauchen nicht überwintert zu werden. Die reduzieren mit sinkenden Temperaturen automatisch die Nahrungsaufnahme, scheiden nur noch aus. Und wenn es dann knapp unter dem Gefrierpunkt ist, braucht man sie nur aus dem Garten zu holen und in eine geeignete Winterbox, in einen Keller oder in einen Kühlschrank zu geben. Nur die afrikanischen Arten überwintern im Warmen und sind dabei äußerst lebendig. Zum Fressen gibt es Endiviensalat oder Unkraut. Wer es zu gut meint, schadet den Schildkröten. Das ist also wirklich tödlich für diese Tiere. Also sie sollen kein Obst kriegen, nichts was Süßes, nichts Stärkehaltiges. Am besten ist immer noch das, was bei uns als Unkraut in den Wiesen wächst. Das ist an sich auch immer noch zu reichhaltig, weil man braucht sich nur vorzustellen, wo die zu Hause sind und was dort wächst. 200 Tiere werden von der Schildkrötenhilfe versorgt. Meist sind sie ihren Besitzern so groß geworden wie diese Sumpfschildkröte, die außerdem mindestens 1000 Liter Wasser braucht und für eine Wohnung deshalb ungeeignet ist. Sumpfschildkröten werden übrigens bis zu 50 Jahre alt, Landschildkröten um die 100 Jahre. Der Großteil der Schildkröten sind ja männliche. Frau Esterle, das liegt daran, weil die Züchter ja sehr viel produzieren, oder? Die Bruttemperatur bestimmt das Geschlecht der Schildkröte. Und bei niedrigen Temperaturen schlüpfen Männchen, bei hohen schlüpfen Weibchen. Bei hohen Temperaturen kann auch mal ein Ei kaputt gehen oder absterben. Und die Züchter, denen es nur ums Geld geht, die züchten mit niedrigen Temperaturen, damit aus jedem Ei etwas schlüpft. Und stellvertretend für die vielen männlichen Schildkröten, die hier gelandet sind, haben wir den Bobo. Der Bobo ist eine europäische maurische Landschildkröte. Gerade in der Winterruhe, aber er ist trotzdem nicht beleidigt, dass wir ihn kurz aufgeweckt haben zum Herzeigen. Der Bobo wäre abzuholen im Frühjahr. Er ist so um die 15 Jahre alt und er ist unser Tier der Woche. Und wir sehen uns wieder am kommenden Samstag und bis dahin bleiben Sie verrückt nach Tier.